Fakt ist, sie sagen ganz klar in ihrer Ideologie und ihrer Propaganda, dass der Westen ist ein moralisch absolut dermaßen am Boden liegender Kulturkreis, den quasi nur noch der Islam helfen kann, aber selbstverständlich ihr Islam. Das ist nicht mein Islam, ihr destabilisiert unsere Region, nehmt sie wieder zurück. Wir reden von unbemannten Systemen, wir reden von Cyberverteidigung, wir reden aber auch von dem ganzen Bereich Augmented Reality. Wie das gemacht wird, sie haben ihren Anführer zum Kalifen ernannt, was die ganze muslimische Welt abgelehnt hat. Aber sie haben gesagt, wer nicht für uns ist, den bekämpfen wir. Wir laufen Gefahr, wieder notwendige Zeit zu verlieren, die am Ende notwendig wäre, unsere Soldatinnen und Soldaten im Kampfeinsatz zu schützen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig, grob unsolidarisch und aus meiner Sicht auch völlig unverantwortlich unserer Bundeswehr und unseren Einsatzkräften vor Ort. Also in diesen Technologien in den Hintergrund zu geraten, heißt Gestaltungsmacht im internationalen System einzubüßen.